Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 14. Januar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, und wir starten mit der rechten Seite bei 82. Wir bleiben auf der Big Number und nehmen die Big Number als ersten Trade. 14.007 Long, 13.992 Short. Ja, wir haben aktuell Blue Boxen vom gestrigen Tag. Wir haben gestern ja eine, wir fangen mal ganz vorne an, eine 17,5er, die relativ selten ist, vormittags getradet und haben versucht, hier den Trade auf angepasst und haben unser Tagesziel hiermit erreicht. Ja, also das Zehnfache, was wir eigentlich sonst mitnehmen an diesem Trade. Wir haben also hier auf angepasst gedrückt und haben fast das Optimum bekommen. Es ging noch ein paar Punkte tiefer. So, dann gab es am Nachmittag eine 31er Box auch hier in den Gewinn gelaufen, eine 28er Box in den Gewinn gelaufen, eine 24er in den Gewinn gelaufen, eine 60er, 16er. Ja, das zu den Abendstunden. Gucken wir einmal auf die grünen Boxen, auf die Vola-Boxen. Hier gab es am Nachmittag, Mittag einmal diesen Trade, einmal hier ist er in diese grüne Zone reingelaufen. Wir blicken einmal auf die Vola-Boxen, wo der Markt denn heute reinkommt. Dazu öffne ich hier einmal unseren Bereich und wir sehen 13.997. 97, also die grünen Boxen werden so in der Zone reinkommen. Hier oben 97 zu 82. Ja, also 97 zu den 82. So circa. Das wird die Box sein um 9 Uhr. Also wer ein Hedge-Auflösungstrade machen muss, der kann das denn sich schon mal sich so halbwegs vorbereiten. So, fangen wir an mit den großen Zeitebenen. Ich habe hier noch den Ölchart offen, Weekly 53 steigt weiter und für mich die Story nicht des Tages, aber eine Story, die ich gestern gehört habe, vielleicht der eine oder andere auch. Es gibt einen Deutschen, gibt natürlich mehrere Deutsche, aber es gibt einen Deutschen in San Francisco, der stolzer Besitzer ist von Bitcoins im Werte von, sage und schreibe, 200 Millionen US-Dollar. Und der gute Deutsche hat gestern in der New York Times sehr geweint, weil er sein Passwort nicht findet. Das bedeutet, diese 200 Millionen, kommt er nicht ran. In demzufolge, vom Research her, gibt es wohl angeblich, was man so munkelt, zwischen 15 und 20% aller Bitcoins, die im Umlauf sind. Das sind so aktuell wohl eine Zahl von 180 Milliarden, finden nicht ihre Passwörter. Also wer eine Idee von euch hat, wie wir die Passwörter wieder herkriegen können, bitte raus damit, dann haben wir ein gutes Geschäftsmodell. Das ist natürlich bitter, aber diese Stories gibt es ja immer wieder. Ja, und einer von unseren, ihr kennt ja Alex auch, Alex hat auch Bitcoins und damals für wenig Geld gekauft. Ich hatte gerade vorhin mit ihm telefoniert, die wurden ihm geklaut. Ja, und dann weiß ich noch aus der Geschichte von London. Da hat eine Ehefrau ihren Mann, weil sie genervt war, glaube ich, von seinem ganzen Gerümpel und hat dort den alten PC auf die Müllhalde geschmissen und da waren auch Bitcoins drauf. Also verrückt. Wir schauen uns mal Bitcoin an, wo wir denn heute sind. Bei 38 wieder, 38.412. Ja, also wenn ihr Bitcoins kaufen solltet, irgendwann, ob diesen Preis oder wie auch immer, denkt an euer Passwort und lasst euch die Dinger nicht klauen. Alex, bitte in die Spur schicken. Was heißt in die Spur schicken? Guten Morgen, Christian, Rainer, guten Morgen, Manuel, Detlef, Werner, Andreas, guten Morgen.
Das stimmt, das stimmt. Also, 38.000 jetzt hier und wir gehen weiter und schauen uns wie immer die amerikanischen Indizes auch einmal an. Ich muss mal kurz hoch scrollen. Parallel nehme ich mal Gold dazu. Gold bei 1839. Nasdaq. Nasdaq ist hier im High. Jetzt stelle ich mir auch die Frage, ist der Joe Biden hier schon eingepriesen? Was passiert eigentlich, wenn der Joe Biden jetzt nächste Woche, glaube ich, ist das ja offiziell Präsident wird? Bei diesen starken Börsen nach oben läuft es weiter. Also das wird spannend. Ist der Markt hier schon eingepriesen? Trump hat ja viel Liquidität oder besorgt, dass die Märkte gestiegen sind als Präsident für die Unternehmer. Und bin gespannt, wie die Märkte sich in den nächsten Monaten hier verhalten. 3.806 der S&P. Auch hier spannend. Ja, also alles sehr, sehr stabil. So, das war es erstmal hier. Blick in unsere Glaskugel und wir schauen auf unseren Box Trade 13.407 zu 13.992. 14.007 zu 13.992. Die erste Box zumindest haben wir sie platziert. So, kurz vor dem Einstieg, beziehungsweise Pending Box, brauchen noch ein Punkt mehr. Pending Box ausgeführt. So, jetzt ist die Order scharf geschalten. Wir sind also in diese Box eingetaucht. Das bedeutet, es ist jetzt amtlich 13.992 gehen wir short und 13.407 gehen wir long. Und nach wie vor beim ersten Trade lassen wir ihn direkt in den Gewinn laufen, wenn er möchte. Und beim zweiten gehen wir auf angepasst. Die So, Eröffnung. wir Zeigst du auch sind noch den raus aus Einstieg der, wir sind in hin? dem Trade Somit short. ist dann auch alles Es ist vorbereitet 8:55 Uhr. für den Start. 5 Minuten Cut noch. ist halt gelaufen, ne? So, es sind noch ein paar Sekunden und wir stehen kurz vor dem Landeanflug für unseren ersten Trade des Tages. 13.992 sind wir short, 83 gehandelt. Gap, Kurslücke von gestern liegt bei 41. Und los geht's. Wir sehen auch da, wir sind jetzt direkt raus aus dem Trade und die Vola-Box auch gleich aktiviert. Das war der Eröffnungstrade. So, meine Damen und Herren, wir machen hier weiter. Und ja, wenn das euch gefallen hat, ihr könnt gerne bei uns einen Testzugang euch holen, 30 So, erste Tage. Position ist drin. Und wünsche Untere euch allen Box erfolgreichen Handelstag und dann ausgeführt. bis morgen. Und